Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, in der Küche passiert. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Dinge, die ihr in Küchen oder vielleicht Großküchen schon erlebt habt. Das kann ja reichen vom schlimmen Unfall, vom schlimmen Unglück bis hin zu ungewöhnlichen sexuellen Erlebnissen in der Küche. Oder vielleicht wart ihr auch schon mal Zeuge, wie in Großküchen gepanscht wurde, dass da irgendwelche Dinge in das Essen gemischt worden sind und so weiter. Also in der Küche passiert. Das ist unser Thema. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer wie immer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin zu unserem Thema heute Nacht, die heißt Ulrike und Ulrike ist 20 Jahre alt. Hallo Ulrike. Hallo Domian. So, in der Küche passiert. Ja. Was? Ja, damals. Damals. So ungefähr 3 Jahren, also war ich ungefähr 17 oder sowas. Ja. Mit meinem damaligen Freund, wir waren bei Kollegen, haben da übernachtet, weil wir hatten vor so eine kleine Grillparty. Mhm. Und auf einmal sind mein Freund und ich auf die spontane Idee gekommen, lass uns doch mal bei denen in der Küche Sex haben. So. Ja. Warum gerade in der Küche? Da hatten wir es noch nie getan. So, ja, das ist eine Überlegung. Ja. Ja. Auf dem Küchentisch. Und ja, wir haben dann gewartet, bis alle geschlafen haben, sind runter in die Küche gegangen, haben aber nicht bemerkt, dummerweise, dass der Vater von unseren Kollegen nebenan im Wohnzimmer geschlafen hat. Ah. Und das Wohnzimmer grenzte direkt an die Küche? Ja, es war also nur ein winziger kleiner Flur dazwischen. Ja, ja. Und als wir dann gerade fröhlich beim Sex waren und das nicht gerade leise, auf dem Küchentisch, ja, stand plötzlich der Vater in der Tür. Oh, wie peinlich. Ja, sehr peinlich. Ich konnte nichts mehr sagen, ich war fertig, einfach ich hatte nur so gelegen und gedacht, oh mein Gott. Das glaube ich. Der Vater hat auch nur da gestanden in der Tür so und hat auch erstmal nichts gesagt, mein Freund auch so, ups. Und dann irgendwann haben wir uns ein bisschen gefasst und der Vater sagt dann nur, okay, dann geht jetzt bitte. Also und ganz, ganz dezent. Ja, also nicht schon, geschimpft, kein Theater gemacht? Nee, was sollte er auch jetzt groß machen? Er war auch total baff. Er hätte ja empört sein können. Nicht und, auf meinem Küchentisch oder sowas. Ne? Ich glaube, in dem Moment waren wir alle viel zu perplex, um irgendwas anderes sagen zu können. Ja. Und wir sind dann auch gegangen. Bis heute kann ich mich nicht mehr bei ihm unter die Augen trauen. Wie war es denn am nächsten Morgen, als ihr dann den Vater gesehen habt? Wurde darüber vornehm weggeschwiegen, oder? Nee, wir haben dann zugesehen. Also wir sind dann wieder nach oben gegangen. Ja. Wir haben dann auch versucht zu schlafen. Und morgens, als wir dann aufgewacht sind, sagt man dann zu unseren Kollegen so, ja, Jungs, hört mal, so und so, das war so und so. Und die haben natürlich erstmal kaputt gelacht, war ja klar. Ja. Und wir haben uns dann ganz dezent aus dem Haus verpisst, sag ich mal. Mhm. Also wir haben zugesehen, dass der Vater uns nicht sieht, auch nicht die Mutter oder so. Mhm. Einfach aus dem Haus rausgeschlichen. Die beiden wussten Bescheid und dann war gut. Ja. Und seitdem habe ich die totalen Hemmungen, in Räumen Sex zu haben, die man nicht abschließen kann, oder die nicht abgeschlossen sind. Ich dachte, du hättest seitdem Hemmungen, totale Hemmungen, in Küchen Sex zu haben. Ja, das sowieso. Das sowieso. Da sowieso immer jemand rein. Und Achso, müssen die Türen immer abgeschlossen sein. Ja, also es könnte ja plötzlich immer in der Tür stehen. Aber ich gucke immer, dass die abgeschlossen sind. Lass mich nochmal zurückgehen auf die Küche. Ja. Was ist denn das Besondere daran? Ich habe gerade gefragt, warum der Küche? Da hast du gesagt, na, weil wir noch nie in der Küche hatten. Aber ist das der einzige Grund oder hat die Küche irgendwie einen besonderen Thrill für dich? Ja, es hat uns irgendwie gereizt, weil im Schlafzimmer macht das man eigentlich normalerweise immer. Es ist ja ganz normal. Ja, wir hatten das schon draußen gemacht, über den Büschen oder sonst irgendwo. Also wir haben ja schon wirklich diesen Thrill gesucht, auch dieses erwischt zu werden. Das ist ja immer der Kick dabei. Und dann wurden wir erwischt und das war ein bisschen zu viel Kick an der ganzen Sache. Aber ihr hattet ja eigentlich da gar nicht mit gerechnet, ne? Dass da irgendjemand, es hätte irgendjemand aus dem Haus zufällig kommen können. Nee, damit haben wir natürlich nicht gerechnet, weil es war ja mitten in der Nacht, wir haben extra gewartet, bis alle geschlafen. Ja, aber weil du gerade sagtest, da war so der Thrill, vielleicht doch erwischt zu werden. Ja, sicher. Ist natürlich, aber man rechnet, man denkt ja immer, natürlich, nach dem Hinterkopf kommt keiner. Ja. Warum sollte jemand mitten in der Nacht in die Küche gehen?
Auf dem Küchentisch. Wie groß war der Küchentisch denn? Ja, der war schon ein bisschen größer. Die Familie hatte 3 Kinder insgesamt und die beiden Eltern war schon ein bisschen größer. Das heißt, du konntest gut liegen? Ja, doch, ja, dann eigentlich schon. Und seitdem hast du jetzt eine schwere Störung davon getragen. Du kannst nicht mehr in unabgeschlossenen Räumen Sex haben. Ja, also schwere Störung kann man vielleicht nicht sagen, aber es ist schon wirklich so, dass ich immer gucke, dass die Tür abgeschlossen ist. Oder ich versuche es. Wenn das nicht geht, dann immer so, immer mit einem Auge auf die Tür, ob nicht vielleicht jemand reinkommen könnte, obwohl es eigentlich schwachsinnig teilweise ist, weil gar keiner kommen kann. Aber diese Angst ist irgendwie immer trotzdem da. Mein neuer Freund hat auch Verständnis dafür, der sagt dann auch, ist okay und so und schließen die Tür ab oder... Wir machen das irgendwie schon, gucken, dass wirklich keiner irgendwie in der Nähe ist oder sonst irgendwas, aber... Also, das war in der Küche passiert, auf dem Küchentisch und plötzlich stand der Besitzer der Wohnung in der Küche. Genau. Und da war der Spaß vorbei. Oh ja. Als ihr dann nach oben gegangen seid, habt ihr dann noch weitergemacht oder? Nee. Da war dann wirklich Schluss mit lustig. Ja. Also danach war wirklich, also ich glaube, ich bin noch hinter etwas blass gewesen oder so, ich weiß gar nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich habe auch nichts mehr gesagt. Wir sind ins Bett gegangen, gute Nacht, Schatz. Und dann war Ende. Ich habe nur da gelegen und gedacht, oh lieber Himmel. Also sowas kann auch in eine Küche oder in Küchen passieren. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Alles klar. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, unser Thema heißt, in der Küche passiert. In einer Küche können sehr viele Dinge passieren. So vielleicht lustige Sachen, wie wir es gerade gehört haben, aber eben auch traurige Sachen. Es können Unglücke passieren, es können auch Gewalttätigkeiten in Küchen passieren. Aber man kann vielleicht auch zuschauen, oder vielleicht habt ihr schon zugeschaut, was in einer Küche oder in einer Großküche alles so abgeht. Sowas, wo einem hinterher vielleicht der Appetit vergeht. Wenn ihr mir solche Dinge erzählen wollt und davon wisst, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailen unter domian@wdr.de. Nächster Gast hier bei mir ist, ich frage meine Regie, ist Nina. Nina ist 18 Jahre alt. Hallo. Hallo Nina. Hallo. Jo, gehst du ein bisschen näher ans Telefon, dann höre ich dich noch besser als ohnehin schon. Ja, okay. Ja. In der Küche passiert, was ist es bei dir? Ja, ich bin 18 und vor 2 Wochen ist mein 2-jähriger Sohn gestorben in der Küche. Dein 2-jähriger Sohn? Ja. Was ist da passiert? Ich habe mit meinem Sohn in der Küche gespielt. Mhm. Und dann musste ich kurz aufs Klo und habe das Kind ganz kurz allein gelassen. Mhm. Und in der Zeit ist er auf einen Stuhl geklettert, ist von dem Stuhl runtergefallen und das Spielzeug, was er in der Hand hatte, hat er sich in den Bauch gerammt und ist an inneren Blutungen halt gestorben. Aber was war denn das für ein Spielzeug, was man sich in den Bauch rammen kann? Ich weiß nicht mehr genau, das war irgendwie ein Auto oder ein Stück von einer Autobahn. Ich war so perplex, ich wusste gar nichts, keine Ahnung. Dann kamst du zurück in die Küche? Ja, dann kam ich halt zurück und habe meinen Sohn da liegen sehen, völlig regungslos. Ja. Und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Dann bin ich halt zu meiner Nachbarin gelaufen, mit der ich auch sehr gut befreundet bin. Hat der Kleine geweint oder war bewusstlos? Also bewusstlos. Also ich habe nichts von ihm gehört und hat sich auch nicht bewegt und gar nichts. Dann bin ich halt mit zu meiner Nachbarin gelaufen. Aber geht man nicht erst hin und nimmt das Kind hoch und guckt und ja, ich bin ja mit meinem Sohn bin ich zur Nachbarin gelaufen. Ach so, mit dem Kind. Ja, ja, und weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, und dann hat sie erstmal den Notarzt angerufen. Aber als er dann da war, haben sie halt gesagt, dass er an inneren Verblutungen halt gestorben ist. Dass halt die Hilfe zu spät war. Das heißt, da war es schon geschehen, man konnte ihn nicht mehr ins Krankenhaus bringen und richtig, man konnte nichts mehr machen. Ja, und ich mache mir selber jetzt totale Vorwürfe. Und von meinen Eltern kriege ich auch Vorwürfe, dass ich das Kind alleine gelassen habe. Mhm. Auch wenn es nur diese 2 Minuten waren, aber... Was sagt, hast du mit dem Kind alleine gelebt oder hast du auch einen Partner? Nee, ich habe allein gelebt. Ich habe bei meinen Eltern, wohne ich noch im Moment. Weißt du, mir werden bestimmt ganz viele Leute denken und mir ging es gerade so ein bisschen auch so. Du erzählst das fast schon ganz locker. Naja, ist es ja nicht, aber... Aber nein, mir ist das schon klar. Das sind erst 2 Wochen her und da ist noch ein Schockzustand und dieser Schockzustand veranlasst Menschen dazu, auch in solchen schweren Situationen unter Umständen so zu reden, als wäre das gar nicht so dramatisch, wie es dramatisch ist. Ja, aber es war schon richtig heftig.
Was hast du jetzt in diesen letzten 2 Wochen getan? Das ist ja nur ein unfassbares Unglück, was da geschehen ist. Also Arbeit habe ich erstmal abgebrochen, ist ja klar. Mhm. Dann habe ich versucht, mit meinen Eltern zu reden und denen das halt so zu erzählen, dass ich das ja nicht gewollt habe mit den 2 Minuten. Und also, dass du mal kurz rausgegangen bist, was auch normal ist. Dass man kann ja auch nicht irgendwie permanent nehmen am Kind. Ich kann das Kind ja nicht mit aufs Klo nehmen oder so. Mhm. Und habe ich halt auch mit meiner Freundin geredet und versuche mich halt so ein bisschen abzulenken, was natürlich nicht ganz so gut klappt, ist ja logisch. Mhm. Weißt du, dass ich auch noch immer darüber nachdenke, wie das passiert sein konnte? Ich weiß auch nicht. Erklär es mir nochmal. Am Anfang, das ist gerade vielleicht so ein bisschen schnell erzählt worden. Er ist in dieses Spielzeug hineingefallen quasi. Ja. Von welcher Höhe genau? War er auf irgendetwas raufgeklettert oder? Also er ist auf dem Stuhl, der stand da, weil wir halt gespielt hatten ein bisschen. Mhm. Und ist er auf dem Stuhl rauf, auf eine Küchenablage und ist da dann halt runtergestürzt. Mhm. Und dann hat er sich halt das Spielzeug so in den Bauch gerammt. Da war schon ein erheblicher Abstand, ne? Von der Küchenablage, das ist ja recht hoch. Ja. Und wenn da so ein kleines Kind nach unten fällt und je nachdem, was es in der Hand hält, kann man schon denken, dass etwas sehr Schlimmes passieren kann. Dann auch passiert ist bei euch. Eben. Und ich war auch total perplex. Die ersten 3 Tage gar nicht gesprochen, nicht gegessen, weil ich so unter Schock stand. Mhm. Ich stehe auch immer noch total unter Schock. Und das weiß ich, das merke ich auch. Das merke ich auch. Als der Notarzt da war, sagst du, da hat der Notarzt gesagt, man kann nichts mehr machen, das Kind ist verstorben. Ja, also er hat mein Kind halt untersucht und dann meinte er so, tut uns leid, aber die Hilfe von uns kommt zu spät. Was ist dann geschehen? Hat der Notarzt dennoch das Kind mitgenommen? Oder? Ja, die haben es dann mitgenommen, um halt genauer zu untersuchen, was so verletzt ist und wodurch das genau passiert ist. Ist die Polizei auch eingeschaltet worden? Nee, die hatten wir gar nicht da. Mhm. Und dann wurde mein Kind halt vor einer Woche beerdigt. Waren da viele Leute bei der Beerdigung? Nee, nur die Ängsten. Also nur meine Eltern und 2 meiner besten Freunde. Du hast gerade gesagt, deine Eltern machen dir sogar Vorwürfe. Ja, dass ich das Kind diese 2 Minuten alleine gelassen habe. Der Vater des Kindes... der war nicht bei der Beerdigung. Der ist abgehauen, als er erfahren hat, dass ich schwanger war. Ach so. Der weiß also gar nichts Näheres von dem Kind, wusste nichts Näheres und weiß jetzt auch nichts von dem Unglück. Richtig. Mhm. Du sagst, da waren auch dann noch zwei deiner besten Freunde waren da. Ja. Wie sehen die das? Geben die dir auch eine Schuld? Nee, die geben mir sozusagen Mut, weil in diesen 2 Minuten, da konnte ich ja so gesehen nichts für, weil ich musste aufs Klo. Mhm. Und ich kann ja meinen Sohn nicht mit aufs Klo nehmen. Mhm. Ja, also... Also die stehen dahinter mir. Ich finde auch, dass man 2, 3, 4 Minuten kann man ein Kind durchaus alleine lassen oder auch sogar noch ein bisschen länger. Ja. Dass es dann so eine unglückliche und schreckliche Verwicklung gibt, kann ja nur wirklich niemand vorhersehen. Ja. Die letzten Tage seit der Beerdigung bis heute, wie lebst du die? Wie schaffst du das? Was machst du? Also, ich rede viel mit meinen Freunden darüber, über das, was passiert ist. Und meine Eltern verzeihen mir das jetzt so langsam auch wieder und reden auch, halt auch wieder mit mir. Die haben die 2 Wochen nicht mit mir gesprochen. Wahrscheinlich war es bei den Eltern auch so eine Schockreaktion, dass sie vielleicht dann so reagiert haben und weil sie machen die Situation, sie haben die Situation für euch alle ja noch schlimmer gemacht durch den Vorwurf an dich. Ja. Hast du denn den Eindruck, ich meine, du bist ja auch erst 18 Jahre alt, du bist ja auch sehr jung, dass du das nicht schaffst, mit all dem jetzt umgehen zu können? Ja, das haben meine Eltern gesagt, dass ich das ja nicht schaffe, aber also ich habe jetzt ein bisschen Unterstützung von meinen Eltern und dann habe ich auch noch meine 2 bis 3 Freundinnen, die mir auch sehr gut helfen. Also ich bin schon froh, dass ich die habe. Die Sachen deines Kindes, die hast du noch alle in deiner Wohnung? Ja.
Ist das nicht schlimm und schwer, wenn du die siehst oder wenn du in das Zimmer gehst, wo... Ja, vor allem wenn ich in die Küche gehe, dann sehe ich das immer wieder, wie das abgelaufen ist. So. Also wie ich mir das vorstelle, wie das passiert ist. Kann man überhaupt nach so einem Unglück dann in der Wohnung und dann auch noch in dieser Küche noch leben, noch normal, irgendwann vielleicht mal ein normales Leben führen, immer, weil man immer das vor Augen hat, was da geschehen ist? Also jetzt im Moment ist es schwer, richtig schwer, aber ich kann mir ja jetzt, also ich habe kein, also im Moment nicht so viel Geld, weil ich halt auch nicht arbeiten gehe. Ich habe die jetzt abgebrochen halt deswegen und jetzt kann ich mir ja keine neue Wohnung suchen. Also kannst du nachts schlafen? Schlafen schon, aber ich wache immer schweißgebadet auf und habe sämtliche Albträume. Also ich sage das jetzt nochmal, also vielleicht auch für unsere Zuhörer, dass vielleicht kommt dem einen oder anderen das seltsam vor, in welcher Form du darüber sprichst, aber meine Erfahrung ist wirklich auch aus dieser Sendung, dass Menschen, die ein solches Unglück erfahren haben, in der ersten Zeit oder über einen ungewissen Zeitraum hinweg so unter Schock stehen, dass sie das Unglück so erzählen, unter Umständen, als wäre es etwas vielleicht gar nicht so ganz Dramatisches, dass man das gar nicht so in der Stimme und im Erzählen hört. Ich glaube, das ist bei dir so. Ich möchte dir sehr gerne und unbedingt jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, mit der Claudia. Ja. Das heißt, dann würdest du jetzt auflegen, Nina, und die Claudia ruft dich an und dann könnt ihr in aller Ruhe sprechen. Sicherlich wird die Claudia dir auch noch einige Ratschläge geben, das fände ich gut, dass du dich jetzt noch an jemanden wendest, der dir auch hilft jetzt in dieser Situation. Ja. Es gibt zum Beispiel eine bundesweite Vereinigung, das nennt sich Verwaiste Eltern. Da sind Menschen, die ihre Kinder verloren haben, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe davon sehr viel Gutes gehört. Vielleicht könntest du dich da auch hinwenden. Aber das kann dir meine Psychologin gleich erklären, was vielleicht für dich das Beste ist. Zumindest dir einige Adressen und Anlaufstellen nennen. Ja. Ja? Okay. Dann legst du jetzt bitte auf und die Claudia ruft dich gleich zurück. Okay. Alles Tschüss. Gute von Herzen. Tschüss. Danke. Hier ist Katja. Und Katja ist 30 Jahre alt. Hallo Katja. Hallo Domian. Das war ja furchtbar, was ich da eben mit anhören musste. Ja, das ist unglaublich. Ja, ich habe einen 4-jährigen Sohn, also ich kann das nachvollziehen ungefähr. Das ist ja gräuslich. Ja. Ich wollte was Positives berichten. Das ist schön. Ich habe meinen Freund und Verlobten in der Küche eines Swingerclubs kennengelernt. In der Küche eines Swingerclubs? Ja. Kann man da rein in eine Küche von einem Swingerclub? Ich war da Stammgast und habe da auch mitgearbeitet so ein bisschen. Ach so, dann hast du da mitgearbeitet. Von daher habe ich da in dem Moment, gerade als er da reinkam, das Essen vorbereitet. Ich verstehe. Und was hat er in der Küche zu suchen gehabt? Er hat geguckt, ob es schon was zu essen gibt. Ach so, das war so ein offener Bereich, wo man als Gast auch mal so reingucken konnte. Also Das war nicht so eine ganz abgeschlossene Küche. Nee, das war gleichzeitig Küche und da wurde dann auch das Buffet aufgebaut. Ja. Also war aber schon frei zugänglich. Aber du warst nicht nur Hilfsköchin da, sondern auch Gast. Ja, genau. Ja. Und schon länger vorher auch. Ja, doch. Ja. Bist du da alleine oft hingegangen oder mit in einer Gruppe oder mit einem Freund oder wie hast du das gemacht? Zu Anfang bin ich mit meinem Mann da hingegangen und dann ging das aber unter anderem deswegen, wegen dem Club auseinander. Und dann bin ich nachher alleine da hingegangen und... Stopp mal, es ging wegen des Clubs auseinander. Warum? Wen hat da was gestört? Ich habe festgestellt, dass es noch andere Menschen auf der Erde gibt als meinen Mann. Aha. Darum muss ich auch mal leichte Kritik üben, glaube ich. Ich gucke ab und zu deine Sendung und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn in der Beziehung irgendwie auch nur ein Funkenbruch ist, dann ist der Swingerclub absolutes Gift. Also wenn man da hingeht, muss man sich schon 300%ig einig sein, wer was darf oder nicht darf oder wie auch immer, was man Ach so, das heißt, was man da zulassen kann. Das muss das heißt, bei euch absolut war, klar sein vorher. Das war damals, da war schon Risse in der Beziehung und ihr seid in den Swingerclub gegangen und dadurch ist es dann noch weiter eskaliert alles. Dadurch ist mir das erst bewusst geworden. Ah ja. Wie lange warst du verheiratet? Verheiratet war ich 4 Jahre. Vier Jahre. Aber ich kannte meinen Mann schon
reichlich lange. Ja. Okay, jetzt sind wir in der ganz weiten Vergangenheit. Danach, nachdem du dich dann von deinem Mann getrennt hast, bist du allein in den Swingerclub weitergegangen. Genau. Und hast auch mal ein bisschen in der Küche mitgeholfen. Und hab mitgeholfen, hab mal ein bisschen am Tresen mitgeholfen. Geht man, immer, das, hab da sehr viel Spaß gehabt. Geht man dann auch nackt in die Küche oder wie geht das? In Dessous. In Dessous? Ja. Also die Schnittchen werden in Dessous hergerichtet? Ja. Lustig, ich kenne es nicht, ich habe das noch nie gesehen. Ich finde das schon lustig. Ja, so, und dann kam der jetzige Freund da rein und da hat's gleich Zoom gemacht, als ihr euch angeguckt habt? Also er sagt, das war lieber auf den ersten Blick. Er hat mich gesehen und war sofort verschossen. Obwohl er das eigentlich nicht vorgehabt hat und nie wieder eine feste Beziehung wollte und sowieso und er geht nur noch dahin und... War er denn alleine im Swingerclub? Er war alleine, ja. Achso, und wie kam er rein in der Unterhose? Er kam rein in der Unterhose und weil ich da ja meinen Geburtstag gefeiert habe an dem Abend, hatte er einen kleinen Teddy in der Unterhose. Ach, wie das süß. Fand ich total süß, weil die wenigsten, ja, die sagen, okay, da ist Geburtstagsfeier, das ist irgendein Motto, da geht man halt hin und gut. Er hatte einen Teddy in der Hose und das fand ich total drollig. Ein Teddy in der Unterhose? Ja, der guckte da so ein bisschen raus und dann durfte ich ihn natürlich da rausziehen. Und aber es guckte nur der Teddy ein bisschen nur raus. Nur der Teddy, also, ja. Und dann durftest du ihn aber rausziehen, den Teddy meine ich. Ja, den Rest irgendwann auch später. Irgendwann später. Habt ihr euch denn an dem gleichen Tag noch ein bisschen näher miteinander beschäftigt? Ja. Sexuell auch? Ja. Ach, das ging dann aber zack, zack dann gleich. Ja, klar. Und da hast du gedacht, ist auch kein Schlechter so im Bett. Genau. Ja. So, nicht nur das. Also es war sofort nicht nur also dann der Sex im Bett, sondern das passte sofort. Der Sex auf der Matte dann eher im Singerclub. Ja, schon, man lernt sich ja erstmal ein bisschen kennen und schnackt und so. Und jetzt aber so im Ernst. Es kann ja sein, dass ihr dann gleich Sex hattet und das erotisch auch gut klappt. Aber wann hast du gemerkt, der interessiert mich darüber hinaus? Das ist jetzt nicht nur so eine reine erotische Geschichte, sondern den Typ finde ich gut. Habt ihr euch nochmal verabredet oder? Ich habe ihn gesehen in der Küche und habe gedacht, sieht richtig gut aus. Okay, das macht die Nummer erotisch. Und dann haben wir uns unterhalten und so allgemein in der Runde und da habe ich gedacht, der doch interessiert mich. Ja. Und dann sind wir auf die Matte gegangen und da hat er mich noch mehr interessiert und da war das schon Liebe, würde ich sagen. Naja, nun vorsichtig, so schnell nicht mit der Liebe. Ziemliche Zuneigung. Also wenn der einmal, jetzt morgen nicht wiederkommt, dann... Nach einmal Matte gehen will ich noch nichts von Liebe hören. Nee? Nee, ich glaube... Aber doch, also ich... Ja, bei dir schon. Ja. Ja, ja. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Jetzt sind wir 1,5 Jahre zusammen. Und geht ihr immer noch zusammen in den Swingerclub? Ja, aber nur mit uns. Und mit keinem anderen, weil dann würden wir die Krise kriegen. Achso, das heißt, ihr beiden geht in den Swingerclub, um dort in dem Club Sex miteinander zu haben. Mhm. Dürfen dann andere zugucken? Ja, eigentlich schon. Das schon. Aber es gibt keinen Partnertausch, es gibt das. Nee. Nein, gar nichts. Das nicht. Ja. Und ihr dürft einzeln auch nicht irgendwo anders hingehen? Nö. Nee. Was heißt dürfen? Also wir haben auch gar nicht, uns ist gar nicht mehr danach. Ja. Das Leben, sag ich mal, was wir vorher hatten, mit ständig wechselnden Partnern und weiß nicht, da haben wir überhaupt kein Interesse mehr dran. Dann stellt sich ja schon die Frage, warum geht Katja dann mit ihrem Freund noch, wo die beiden sich so lieb haben und die beiden so aufeinander fixiert sind, warum dann überhaupt noch in den Swingerclub? Wegen des Sehens und gesehen werden. Ach so, und wegen des Schnittchen. Auch. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da oft hingeht, ist das auch schon so ein guter, netter Bekanntenkreis, ja, ne? Da sind wahrscheinlich Leute, die auch immer wieder regelmäßig kommen. Mhm. Ist wie so eine Kleingärtnersiedlung, ne? Oder so. Ja, mit genau dem gleichen Geläster, weiß ich nicht. Das stimmt, ja, absolut. Ja. Also das ist so, in der Küche eines Swingerclubs habe ich mein Glück gefunden. Ne? So könnte deine Autobiografie irgendwann mal heißen. Ne? Wenn ich mal ein Buch schreibe, ich merke mir den Titel. Ja, das ist auch eine schöne Geschichte, Katja. Dann grüß mal deinen Liebsten herzlich von mir. Ja, mache ich gerne. Und sei vorsichtig, jetzt. Ich würde an der Stelle nicht mehr in die Küche gehen, nicht, dass da plötzlich ein anderer Mann reinkommt mit dem Teddy in der Hose. Kann ruhig kommen, das ist mir wurscht. Ehrlich, ja. Ja. Na gut, alles Liebe euch beiden. Danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde und Freundinnen, wir haben ab samstags gibt es Domian jetzt auch immer im WDR-Fernsehen. Und zwar um 23.45 Uhr. Dann werde ich immer einen prominenten Gast hier haben. Und diese Woche geht es los mit Arabella Kiesbauer. Ihr könnt Arabella Kiesbauer am Samstag anrufen. Die sitzt dann hier neben mir. Und ihr könnt Arabella Kiesbauer
alles fragen und alles sagen, was ihr ihr vielleicht schon mal immer sagen wolltet oder fragen wolltet. Das kann durchaus kritisch sein, es kann nett sein, wie auch immer. Wenn ihr euch jetzt schon anmelden wollt für diese Sendung, könnt ihr das per Mail machen unter domian@wdr.de. Wir sammeln die Mails und rufen dann den einen oder anderen von euch am Samstag live in der Sendung zurück. Also Samstag, 23.45 Uhr, WDR Fernsehen, Talk Arabella Kiesbauer, Gast bei Domian. Jetzt geht's weiter mit Dennis und Dennis ist 23 Jahre alt. Hallo. Ich grüße dich herzlich. Hallo Dennis. Hallo, hier ist Dennis aus Witten. Ach, das ist ja schön, aus Witten. Ja. Ja. Ich habe auch eine, glaube ich, ganz spannende Geschichte. Ja, wir sind ganz gespannt. Ich habe letztes Jahr im Sommer mit meiner damaligen ganz jungen Freundin Nudeln gekocht. Wie alt ist denn die ganz junge Freundin damals gewesen? Das war eine ganz junge Liebe. Die Freundin war 20. Ach so. Und die ganze Nudeln gekocht. In der Küche meiner Mutter versammelt und wollten einfach nur Nudeln kochen. Ja. Und da ich ein ganz begeisterter Mensch bin von flambierten Dingen, hatte ich mir noch gedacht, dass ich flambierte Ananas mache. Mhm. Die macht man eigentlich so in der Weihnachtszeit. Aha. Ganz schön ist es, wenn man die Ananas damit rumbegießt und dann noch ein bisschen Zimt von oben drauf schneien lässt. Dann funkelt das so schön und Das passt eigentlich immer und schmeißt eigentlich auch meistens immer die Dame um. das wirkt. Also du warst deine junge Freundin, die keine junge Freundin ist, sondern eine junge Liebe war. Also eine ganz bezaubernde junge Liebe, ja. Beeindrucken. Ich wollte sie sehr beeindrucken und habe dann in meinem Elternhaus, in der Küche meiner Mutter, Nudeln angerichtet und dabei kam es dann halt auch schon so weit, dass wir uns geküsst haben, dass wir uns ganz, ganz innig geliebt haben. Wie? Wir haben das Nudelwasser auf, ich glaube, die Herdplatte war auf 9 geschaltet. Ja. Wir waren so außer uns, dass wir die Umwelt gar nicht mehr wahrgenommen haben. Also Sex vor dem Nudeltopf. Wir hatten Sex, während dessen wir das Essen angerichtet haben, ja. Verstehe. Mhm. Das war wahnsinnig schön. Es war eine super heiße Sommernacht und wir standen irgendwie nackend in der Küche und haben auch wirklich rechts und links alles vergessen. Mhm. Die Nudeln. Wir haben auch vergessen, dass irgendwelche feuergefährlichen Dinge rechts und links standen, wie zum Beispiel, das wurde uns dann zum Verhängnis, eine Zewa-Rolle. Die stand direkt an der Herdplatte. Eine so Zewa-Wisch-und-Weg-Rolle? So eine Zewa-Wisch-und-Weg-Rolle, ja. Wo man mal irgendwie ein bisschen Olivenöl rechts und links wegmacht. Ja, ja. Das haben wir aber nicht mitbekommen, Feuer. Und muss dann wohl in der Zeit, wo wir Sex hatten, die gesamte Anrichte und Herdplatte in Brand gesetzt haben. Wie, und das habt ihr nicht gemerkt? Das haben wir nicht gemerkt. Ach. Wir saßen also gegenüberliegend auf der Anrichte in der klassischen Position, wie in diesem Kinofilm, 9,5 Wochen war es, glaube ich. Ja. Und wir haben gar nichts gemerkt. Wir hatten beide die Augen zu und waren ganz für uns. Und es fing da wirklich an zu brennen. Es hat gebrannt. Es hat gebrannt. Und das ganz Schlimme war das herum. Dieser Captain Morgan, den ich da angerichtet habe, der direkt neben der Herdplatte stand, daneben die Ananas schon gestückelt auf einem Tablett, dass der wohl mit Feuer fing und der geht dann so ab wie, als hätte man da einen halben Liter Benzin. Ja, aber da habt ihr es doch spätestens gemerkt. Da wurde mein Rücken ganz heiß. Aber das riecht man doch und hört man doch. Nein, das kriegt man nicht mit, wenn man sich liebt. Das ist es ja. Also das ist so wahnsinnig gewesen. Wir wissen ja erst danach, wussten wir, wie viel Glück wir hatten. Ja. Aber als ich merkte, dass es hinter mir sehr, sehr heiß wurde, hatte ich mich auch umgedreht. Wir waren dann auch sofort wieder bei Sinn, standen dann aber vor einer wirklich brennenden Küchenfassade mit Herd. Ui, und dann? Wie habt ihr das ausgehört? Dann haben wir Panik bekommen. Also irgendwie Panik, die dann aber auch, und das muss ich wirklich dazu sagen, ich habe jetzt die Vorrednerinnen und Vorredner nicht ganz so mitbekommen, dass ich so aufgeregt in der Leitung war. Aber ich kann mir vorstellen, welche Panik man hat, wenn man überhaupt mit Feuer konfrontiert wird. Ja, natürlich. Dass aber wir so fahrlässig waren. Oder ich jetzt als Initiator dieses Abends, das hat da habe ich mir dann auch in erster Linie natürlich Gedanken drüber gemacht. So, du standest auf jeden Fall. Ja, ihr standet da nackig. Und splitternackig. Ja, und wie habt ihr das Feuer gelöscht? Erregt sogar. Also könnt ihr das vorstellen? Erregt sogar. Die Erregung war schnell weg, als ihr das Feuer gesehen habt. Ja, ich habe dann dieses heiße Nudelwasser irgendwie darüber gekippt und dann haben wir ganz schnell den Wasserhahn noch aufgemacht. Allerdings war da auch ein großer Brandherd. Und irgendwie, wie wissen wir nicht, haben wir dann irgendwie nach ungefähr 20 Minuten diesen Brand gelöscht. So lange hat das gedauert? Ja, das dauerte ewig. Das hat gequalmt und gestunken und diese ganze, das Laminat von dem Holz. Und das war wirklich schlimm. Mhm. Ja. Das Problem war natürlich, und
das haben wir auch dann gar nicht mehr erkannt. Also das ist das Schöne daran dann wiederum gewesen, dass wir dann doch so verliebt waren, dass wir uns so darüber amüsiert haben, was uns da gerade passiert ist und auch so glücklich darüber waren, dass nichts passiert ist. Aber da war der Sex unterbrochen. Die Nudeln waren nicht mehr genießbar. Du konntest nicht mehr beeindrucken mit den flambierten Ananas. Richtig. Wie ging der Abend denn zu Ende? Wir hatten pausenlos Sex. Weiterhin in dieser kaputten, stinkenden Küche. Wir waren auch teilweise voller Ruß vom Löschen. Na, hör mal, das ist dann das, alles egal, weil wir haben gesagt, also das haben wir nicht ausgesprochen, aber das war deutlich. Ja. Der Schaden ist da. Er soll uns jetzt, wir haben jetzt diesen Brandherd gelöscht und wir hatten eine wunderschöne Nacht. Aber ich glaube, das gilt auch nur, wenn man ganz frisch verliebt ist, ne? Und wenn man ganz verrückt aufeinander ist. Eine richtig tolle Sache. Ja. Also das Problem ist, das wollte ich noch hinzufügen, bei allen schönen Dingen, die ich da erlebt habe, und auch noch am Morgen, ich meine, man wird dann morgens noch in der Küche wach fast, ne? Ist pechschwarz. Das war das Problem mit meiner Mutter, 2 Tage später, als sie aus dem Urlaub kam. Weil das konnte ich irgendwie schlecht erklären. Das war die Küche deiner Eltern? Das war die Küche meiner Mutter sozusagen. Die Küche deiner Mutter. Elternrolle, ne? Ja. Mutter hat die Küche, Vater den Urlaub. Du konntest ja sagen, das hat Feuer gefangen. Du musstest ja nicht erzählen, was ihr währenddessen gemacht habt. Ich hoffe, dass meine Mutter hier keine Parallelen sieht, wenn sie die Sendung hört. Ja. Aber ich habe meine Eltern belogen. Natürlich habe ich die Wahrheit nicht erzählt. Bist du denn mit der feurigen jungen Dame noch zusammen? Leider nein. Leider nein. Leider nein. Hat nicht lange gehalten. Doch, eigentlich schon. Ja. Aber so lange waren Verhältnisse recht lange. Ja, es war vielleicht zu feurig am Anfang. Auseinandergegangen. Ja, es ist ein gutes Jahr dann, ne? Hat's ja. Es ist schön, wenn man den Brandherd dann gelöscht hat und erleichtert ist. Aber ich kann die Panik, die da war, die war immens. Natürlich. Das war Wahnsinn. Aber ihr habt dann nichts gegessen, ne? Wir haben leider nichts mehr gegessen. Aber ihr braucht ja nichts. Wir lagen auf dem verbrannten Holz. Wir haben eigentlich nur noch gelacht und wir haben sehr viel getrunken. Sex glücklicherweise haben die Getränke kein Feuer gefangen. Sex und Brand in der Küche. Ja? Geschichte von Dennis. Danke. Alles gut. Tschüss. Auch alles Gute und viel Spaß noch mit der Sendung. Dankeschön. Tschüss, Dennis. Ju. 0800 220 5050 unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Unser Thema heute Nacht heißt, in der Küche passiert und es kann alles in der Küche passieren. Letztendlich auch ganz viel in der Küche passieren, wie wir gerade schon gehört haben, von sehr traurigen Ereignissen bis hin zu doch eher Dingen, die man so beschmunzeln kann, wie wir es gerade in dem letzten Gespräch gehört haben. Also, wenn ihr mir etwas erzählen wollt, was ihr in der Küche erlebt habt, dann ruft an. Helma ist hier und Helma ist 65 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Helma. Schön, dass du da bist. Ja, ich finde deine Sendung sehr gut. Ich kann sehr schlecht schlafen und gucke dich eigentlich jede Nacht. Und du bist immer so ein kleiner Lichtblick für mich. Das freut mich sehr, dass du das sagst. Sehr nett. Und vor allen Dingen finde ich das so unheimlich gut, dass die sich Menschen an dich wenden können, die sonst keinen haben oder den Mut nicht haben. Ja, ja. Das finde ich sehr schön. Ja. Auf Thema nichts riechen. Küche. Küche, also genau. Ich kann durch meine Krankheit, ich habe Parkinson. Ja. Und muss sehr starke Medikamente nehmen. Mhm. Und kann durch diese Medikamente weder schmecken noch riechen. Das ist nicht schön. Das ist dann nicht so schön. Nee. Ich bin eine leidenschaftliche Köchin und backe auch sehr gerne. Mhm. Gehe noch nebenbei zweimal in der Tagesstätte arbeiten, wo ich gearbeitet habe, ehrenamtlich natürlich, und koche da. Und jeder kommt dann immer zu mir, klopft auf die Schulter und sagt, mein Gott, es riecht hier fantastisch. Ah, und ja. Ich rieche gar nichts. Du kannst nichts riechen und du kannst nichts abschmecken. Nein. Und alle Leute bestätigen mir, also das Kochen ist von jeher gut gewesen und ist immer noch gut. Ne? Ja, aber gut, du bist ja wahrscheinlich eine sehr trainierte, gute Köchin. Aber ist es nicht dennoch schwer, ohne abzuschmecken? Es geht mir viel an der Nase vorbei, sag ich mal. Mhm. Es sind ja auch Wohlgerüche. Zum Beispiel, ich gehe in einen Blumenladen oder bin irgendwo in der Natur und ich rieche nichts mehr. Ich weiß, wie es gerochen hat. Ja. Klar, die Erinnerung ist da. Ja, ich kann die Schublade aufmachen und sagen, hallo. Wie lange ist jetzt der Geruchs- und der Geschmackssinn schon das weg? Das sind jetzt 3 Jahre. 3 Jahre. Gibt es da eine Hoffnung? Dass nein. Das nicht? Nein, das geht nicht mehr weg. Das ist ja schon eine große Einschränkung in Lebensqualität. Ja. Ne? Das heißt, du isst einfach nur, um satt zu sein und es ist völlig egal, letztendlich, was du isst. Ja, also sagen wir mal, ich gehe essen und bestelle mir da irgendwas ganz Tolles.
kommt auch, sieht sehr gut aus. Erstens mal rieche ich nichts, ja, und dann denke ich, schmecken, ist auch nicht, ne? Ja. Ich meine, ich kann aber dann zurückrufen, wie was schmeckt, aber letztendlich, sage ich mir, ist halt bei mir rausgeschmissen. Ja, ich würde an deiner Stelle gar nicht mehr essen gehen. Ich würde zu Hause mir irgendetwas einfach essen, um satt zu sein, und dann ist es gut. Ja, sicher. Aber so essen gehen ist ja auch schön. Ist schön so von der Atmosphäre her. Ich meine, ich habe eh genug Einschränkungen durch die Krankheit, ja, aber natürlich. Dann bin ich da nicht auch noch drauf. Ja, ne? Bei Getränken ist es genauso, ne? Du kannst da auch nichts. Ja, Getränke, alkoholisches darf ich eh nicht mehr trinken, von daher gesehen. Ne? Also bist du unser Thema heißt ja in der Küche passiert. In der Küche bist du ständig konfrontiert mit diesem Handicap, ne? Dass du eben nichts. Sagen wir mal, einen schönen Kaffee aufbrühen. Mhm. Wunderbar, wenn der Duft so durch die Wohnung zieht. Mhm. Ist nicht, ne? Mhm. Dann ist Essen für dich wirklich nur was Funktionales, ne? Ja. So, wenn du zu Hause bist zum Beispiel. Weil ich das muss, ne? Ja. Also Hunger habe ich auch nicht, Appetit in dem Sinne, aber ich muss essen wegen der Medikamente, die kann ich halt nicht so nehmen. Ist klar. Mhm, ja. Ist das dann für dich, wenn du in der Küche bist, so besonders traurig, dass du denkst, ah, Mensch. Ach ja, manchmal schon. Ich meine, ich weiß dann, wie die Sachen riechen. Ja, du siehst die Sachen ja auch vor dir. Backe oder so, genau, ne? Ja. Dann ist das schon. Der Kommentar meines Enkelkindes war dann, als sie das, also hier das denn so sagte, ja, sagt so, ohne überleg doch mal. Wie viele Menschen, das kann ich nicht riechen. Ja. Und das ist doch wohl auch nicht schlecht, ne? Das ist süß. Wie alt ist sie? Die wird jetzt 10. 10, das ist aber sehr, sehr schön. Also sehr, sehr klug auch, ne? Ja, also sie weiß das auch mit meiner Krankheit und geht da sehr drauf an und will mich immer behüten. Ne? Ja, ja, ja. Ist es denn dann manchmal so, wenn du dann kochst, dass du dann doch nochmal jemanden hinzuziehst und fragst, ist es salzig genug oder muss ich noch ein bisschen mehr ran tun? Oder kannst du so gut aus dem FF, dass es immer lecker? Ich kann das so. Also irgendwie habe ich da, geht das, ne? Ja, ja. Welchen Geschmack oder welchen Geruch vermisst du am meisten? Angenehme Gerüche. Also zum Beispiel, ich mache mich morgens fertig, mache mich startklar, ein Spritzerparfüm war für mich immer üblich, immer. Mhm. Ich weiß, wie es riecht, wie es gerochen hat, aber ich selber rieche mich nicht mehr. Ist man da nicht auch ganz unsicher, dass man denkt, rieche ich jetzt nach Schweiß, bin ich auch ganz sauber? Ja, genau. Ja, also wie oft ich täglich dann ins Bad gehe, oder? Ja. Und prüfe wieder und denke mal, na, ist oder ist nicht. Und habe auch so mein nächstes Umfeld, also mit denen ich auch zusammenarbeite, immer gesagt, wenn ihr was merkt, dacht es mir bitte. Ne? Ja. Wenn du dir jetzt ein Gericht aussuchen könntest, was du nochmal schmecken könntest, was könnte ich dir da servieren? Ach Gott, was könntest du mir da servieren? Was war denn so dein Leibgericht früher? Mein Leibgericht, ach Gott, ich habe eigentlich immer alles sehr gerne gegessen. Also ich bin sehr auf Kuchen raus. Auf Kuchen? Ja. Lecker Stück Torte. So einen schönen, frisch gebackenen Apfelkuchen, Hefekuchen oder so, ja, ne? Ja, ja. Der dann auch wirklich die ganze Wohnung durchstreift, ne? Nur mich nicht erreicht. Ja. Ja, aber du sagst, es gibt keine Hoffnung, dass sich das nochmal reguliert. Nee, das heißt, damit musst du leben und dich arrangieren. Ja, ja. Und nun Gott, jetzt bin ich 65, dann werde ich den Rest auch noch mit ohne Riechen schaffen. Ja, ja, so eine Einstellung muss man haben, ne? Weil man kann ja nicht nur traurig sein und nur jammern drüber. Naja, ich bin sowieso ein sehr positiver, denkender Mensch. Ja, das ist auch gut und richtig so. Helma, es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja, ich habe das schon so öfters, ich habe so viel zu deinen ganzen Themen immer zu sagen, aber ich komme so selten durch. Ja, aber jetzt hat's geklappt und ich freue mich sehr. Ja. Und wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute, alles Liebe und bleib uns treu und wir sehen uns dann jede Nacht. Das ist so. Und wir werden uns auch nochmal hören. Domian, ich wünsche dir auch alles Gute. Das ist sehr schön. Danke sehr. Tschüss. 1.38 Uhr und 9 Sekunden. Und das ist genau die Zeit, finde ich, für Marc. Marc ist 20 Jahre alt. Hallo Marc. Hallo Domian. Jo. Auch in der Küche passiert. Zu dem Thema hast du angerufen. Richtig. Mhm. Und zwar habe ich eine Zeit lang in Frankfurt gewohnt. Und ich bin halt durch Zufall das Wochenende nach Hause gekommen. Nach, also ungefähr, ich wohne 250 Kilometer, wo meine Eltern weg. Mhm. Beziehungsweise meine Eltern haben sich getrennt Anfang des Jahres. Mhm. Und ich bin nach Hause gekommen und habe meine Mutter in der Küche gefunden, wie sie auf der Eckbank lag. Mhm. Auf dem Tisch lagen Tabletten. Mhm. Beziehungsweise nur leider die leere Schachtel. Und sie hat sie halt 48 Antidepressiva reingezogen. Mhm. Und ich habe sie halt nicht mehr ansprechen können. Mhm. War sie ganz bewusstlos oder nicht so, oder war sie noch ein bisschen bei Sinnen?
Nee, sie war absolut nicht mehr ansprechbar. Sie hat ganz komisch gegurgelt, also ja. als hätte, wäre sie krank, hätte geschnarcht. Ja. In sehr kurzen Abständen. Und ich war so schockiert, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Hab dann halt meinen Bruder angerufen. Mhm. Und der sagte, Marc, tu mir einen Gefallen, ruf einen Rettungswagen an. Mhm. Das habe ich halt direkt getan und habe den direkt am Telefon habe ich gesagt, was sie halt genommen hatte. Ja, das fragen die ja auch, ne? Wenn man da anruft, also in solchen Situationen. Leider nicht. Nicht? Also mhm. es war halt nur, wo bist du, was ist los mhm. und das war's. Mhm. Und der Rettungswagen, also wir wohnen sehr kompliziert hier, der Rettungswagen ist 10 Minuten relativ nah am Haus vorbeigefahren mhm. und dann haben halt Nachbarn haben ihn halt hier hingelotst. Achso, der war schon vorbeigefahren, hat euch nicht gefunden und dann wieder genau, zurück und genau. es verging kostbare Zeit. Ganz genau. Ja. Und das war halt, dann kam der Rettungswagen mhm. und der Notarzt voraus. Mhm. Und ja, wir sind halt direkt rein, in die Küche rein. Ich habe der Notärztin habe ich die Tabletten gezeigt. Mhm. Und ja, sie hat halt auch versucht, meine Mutter anzusprechen. Mhm. Es war keine Reaktion. Die Notärzte und die Sanitäter, die dabei waren, haben sie versucht anzusprechen. Ja. Es war halt nichts, keine Reaktion. Ja. Und sie haben sie geschüttelt, gerüttelt und direkt an den Tropf gehangen. Hat man sie dann mit in eine Klinik genommen? Ja, es wurde erstmal diskutiert, in welche Klinik sie genommen wird. Mhm. Und dann haben sie erstmal festgestellt, also die Klinik, die ich gesagt habe, das ist die nächste Klinik, die wäre halt auch gut. Ja, dann haben sie halt im Rettungswagen rein. Eine Nachbarin hat mich halt ins Krankenhaus gebracht ja. und 45 Minuten später habe ich halt gedacht, warum ist meine Mutter noch nicht auf der Intensivstation? Mhm. Bin halt runter und dann hieß es ja, dann gehen sie mal in die Notaufnahme. Bin ich in die Notaufnahme gegangen und habe halt mit den Die lag nach 45 Minuten immer noch in der Notaufnahme? Nee, sie war überhaupt noch nicht da. Ach. Und da habe ich mit dem Arzt gesprochen, der hat rumtelefoniert, ob sie vielleicht nicht doch ins anderes Krankenhaus gekommen ist. Mhm. Und dann hieß es, ja, die sind auf dem Weg. Und dann sind die halt gekommen und mussten unterwegs anhalten, weil sie halt, meine Mutter muss halt intubiert werden. Mhm. Und sag mal, Marc, ja. du erzählst diese Geschichte jetzt gleich noch, vervollständigst du noch. Aber ich frage dich jetzt trotzdem schon mal, hat deine Mutter das geschafft? Ja. Ja, sie hat es geschafft. Im letzten Moment. Aber es hätte haarscharf auch daneben gehen können. Es ist zweimal ganz knapp vorbeigegangen. Weil ganz viele Sachen nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen müssen. Richtig, also es war halt Glück im Unglück. Mhm. Ja, ich bin im letzten Moment nach Hause gekommen. Mhm. Die Sanitäter haben im letzten Moment haben sie halt intubiert. Ja. Und auf der Intensivstation musste sie halt mehrmals wiederbelebt werden. Mhm. Wann war das Ganze? Ungefähr vor 4,5 Wochen. Ach so, so frisch ist das noch. Wie, ja. wie geht es heute deiner Mutter? Meine Mutter ist noch in einer Psychiatrie. Ja. So, dass du sie besuchen kannst? Oder genau, sie ja? ist nicht, also sie ist nicht in einer geschlossenen Anstalt, ja. sondern in einer offenen. Hast du mit ihr darüber sprechen können, warum sie das getan hat? Ja, es war eine Kurzschlussreaktion, ne? Auf was hin, eine Kurzschlussreaktion? Anfang des Jahres haben sich meine Eltern getrennt, nach 25 Jahren Ehe. Ja. Und mein Vater war weg und 3 Monate später bin ich weggegangen. Mhm. Von Nähe Dortmund ins Rhein-Main-Gebiet nach Frankfurt. Ja, und der Bruder ist auch weg, wie ich gerade gehört habe. Richtig, der lebt schon ein paar Jahre da unten. Ja, gibt es sonst noch Geschwister? Väterlicher Seite, ja. Ja. Aber nicht von meiner Mutter. Also meine Mutter hat nur 2 Kinder. Das heißt, für sie war das eine ganz schlimme neue Lebenssituation. Und richtig. Traurig, einsam und irgendwie alles brach über ihr zusammen. Ganz genau. Bereut sie das heute, dass sie es gemacht hat? Ja, total. Ja, mhm. Das ist ja schon mal gut, ne? Und auch gut, dass sie sagt, das war eine Kurzschlussreaktion und ja. Das heißt, da kann man Hoffnung haben, dass sie sich dann doch wieder neu aufbaut und mhm. ja, hast du die Hoffnung, dass ja, klar, dass ich habe sie jetzt die letzten 3 Wochenenden habe ich sie abgeholt. Mhm. Das heißt, von Samstag auf Sonntag durfte sie hier in dem Haus schlafen, mhm. ganz alleine. Mhm. Und ja, ist halt schwierig, ne? Also man weiß nicht, gehe ich jetzt weg für eine halbe Stunde, mhm. Ach so, was macht sie in einer halben Stunde? Angst ist schon da. Ja, klar, natürlich. Ja, ja. Sie ist aber hast du den Eindruck, dass sie da in der Klinik in guter Betreuung ist? Ja, das Problem ist, meine Mutter ist halt 60, ne? Mhm. Sie ist im März 60 geworden mhm. und in der Klinik, wo sie ist, ist das Problem, ab 60 ist sie die Stufe so, dass alle Fälle ab 60 in eine Station gehören. Mhm.
Und das sind halt Leute, die sind halt wirklich sehr stark psychisch krank. Ja, also ich verstehe. Das ist für sie fast noch belastend, richtig, da zu sein, als denn dann nicht da zu sein. Ganz genau. Ja, das heißt, umso wichtiger ist es, wenn deine Mutter rauskommt, dass sie vielleicht dann vor Ort, da wo sie wohnt, einen Therapeuten findet. Richtig. Ja, dass sie einen Ansprechpartner hat, zu dem sie gehen kann. Und damit sowas dann nicht nochmal passiert. Ja. So, insofern hat jetzt eine Küche für dich auch eine schlechte und seltsame Assoziation, ne? Du hast, deine Mutter da in der Küche gefunden. Das ist halt für mich ein Tabuzimmer, ne? Ja, ja. Und wenn du, wie du es gerade auch gesagt hast, wenn du später gekommen wärst, hättest du sie unter Umständen tot gefunden da. Es wären halt, also der Arzt hat gesagt, es wären höchstens 10 Minuten gewesen und es hätte alles entscheiden können. Ehrlich? Ja. Und wenn man dann noch dazu rechnet, dass der Krankenwagen irgendwie das vertrödelt hat und es war wirklich ein Schutzengel, ne? Stand dann über euch. Ja, ich bin, und das Schlimme ist, also ich bin durch Zufall nach Hause gekommen. Meine Mutter wusste immer, wenn ich nach Hause komme, sie besuchen, dann komme ich freitags. Und wenn ich nicht freitags komme, komme ich vielleicht auch auf das Wochenende. Und ich bin samstags gekommen, samstagsabends. Und sie hat halt die Tabletten hat 24 Stunden vorher genommen. Ach, so lange vorher schon? Ja. 24 Stunden vorher. Ja, deswegen konnte man die Tabletten nicht aus dem Magen auspumpen. Ach, ich verstehe. Und ich dachte, das wäre kurz vorher passiert. Nee. Und dieser Wirkstoff, den sie intus hatte, das war Dioxepin. Und das ist sowieso ein schweres Gift, was man nicht aus dem Körper auspumpen kann oder beziehungsweise aus dem Blut ziehen kann. Aber wie seltsam, dass sie dann in der Küche sitzen geblieben ist, dass sie sich da nicht hingelegt hat. Ja, das war eine Kurzschussreaktion, ne? Ja. Ja. Also manchmal glaube ich ja, dass es irgendwie schon Fügungen gibt, ne? Richtig. Das sollte jetzt so sein, dass du sie gefunden hast und dass sie weiter am Leben bleibt. Und du hast ihr das Leben gerettet, ne? Ja, natürlich. Das ist so. Ja. Das weiß sie auch. Und ja. Sie hat sich auch schon mehrmals bedankt dafür. Ich habe noch eine Idee. Ich weiß nicht, wie weit ihr schon informiert seid. Du kannst ja gerne vielleicht mit meiner Psychologin gleich nochmal sprechen, die dir noch ein paar Anlaufstellen nennen kann in der Nähe deiner Mutter, wo sie wohnt, wo sie sich dann vielleicht hinwenden kann, wenn sie aus der Klinik zurückkommt. Und das wäre schön. Ja, das können wir ja so machen. Ja. Dann legst du bitte auf, Marc, und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich an. Das ist okay. Alles Gute von Herzen, schöne Grüße an deine Mama. Ja, richtig aus. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Jasmin. Jasmin ist 20. Hallo, Jasmin. Jo, hallo. Ja. Was ist denn bei dir in der Küche passiert? Ja, ich habe in der Küche meine Tochter bekommen am 17.03. Nein, in der Küche? Ja. In der Küche entbunden? Ja, genau. Meine Schwester zusammen alleine. Wann? Ich habe es gerade nicht verstanden. Wann ist sie gekommen? Am 17.03. dieses Jahr. Am 17.03. in diesem Jahr? Ja, genau. Und wie kam das jetzt in der Küche? Ja, ich hatte irgendwie schon Wochen vor Wehen. Ja. Und war dann im Krankenhaus und dann war Fehlalarm. Und dann dachte ich mir, na gut, okay, jetzt habe ich wieder Wehen. Ich wasche eben noch zu Ende ab, dann lege ich mich ein bisschen hin. Ist aber sowieso nur wieder, nur Alarm. Unnötig. Ja, dann habe ich mich dann den Abwasch zugefügt. Und dann ist meine Blase gesprungen. Ja. Und dann habe ich meine Schwester gerufen, die war in der Stube, die ist jetzt fast 16. Und sagte, du, mir ist die Blase gesprungen, hat den Krankenwagen angerufen. Ja. Musste das Handy vorher noch aufladen, weil der Akku komplett leer war. Das Ladekabel nicht gefunden. Ja, dann kam sie zu mir und der Krankenwagen kam genau, als sie schon da war. Moment, dann hast du dich auf den Boden gesetzt? Nee, wir haben zur Küche haben wir drei, vier Stufen. Ja. Die man runtergeht. Und da habe ich mich dann hingesetzt gehabt. Auf die Stufen? Ja, auf die Stufen, genau. Und da ist das Kind geboren, während du auf der Stufe quasi gesessen hast? Ja, der Kopf, der guckte schön fast, man konnte schon die Schädeldecke sehen, sagte meine Schwester. Weil ich kann es ja nicht sehen, ich habe diese riesen Kugel gehabt. Ja. Und ja. Und deine Schwester war dabei, ne? Ja, genau. Die war dabei. Und die hat das Kind dann auch aufgefangen oder gehalten? Oder ist es ja, auf relativ. Wir beide eigentlich eher, weil ich hatte dann, weil das erweht hat, ich habe natürlich geschrien, klar, und jetzt bin ich voller Spaß und sie kennt das nicht, sie ist jetzt fast 16. Ja, ja, ja. Und ich habe mir dann noch Angst gehabt, dass ich ihr irgendwelchen Schaden zufüge, dadurch, dass sie irgendwelche Ängste kriegt. Ja, ja, ich hatte gerade die Sorge, dass die Kleine. Die Kleine, ja, dass die Kleine auf die Erde geplumpst ist. Aber sie ist von der Tante gehalten worden quasi. Ja, ich bin nachher, ich war auf der untersten Stufe. Ja. Und sind ganz niedrig. Und dann bin ich nachher runtergerutscht und hab mich dann mit den Armen, weil ich da Katzenbuckel machen muss, weil mir das nicht so doll wehtut beim Pressen, habe ich mich dann so also aufgestützt und gepresst und meine Schwester hat dann vorne gehalten und aufgepasst und angefeuert so ein bisschen und die war voller Panik. Ja, natürlich.
Und als dann der Krankenwagen geklingelt hatte, da lag die Kleine dann auf dem Tuch, auf dem Handtuch. Aber das hat er schnell noch hergeholt, das Handtuch. Ja, das hat sie geholt. Und das hatte ich ja gehabt, damit ich das Fruchtwasser irgendwie wieder... Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich war noch nie bei der Geburt dabei. Wie ist das denn mit der Nabelschnur? War die noch verbunden? Warst du noch verbunden mit dem Kind? Oder hat deine Achso, und das haben die Ärzte dann gemacht oder hat deine Schwester? Ja, der Krankenwagen kam dann, also da hat meine Schwester die reingelassen, die sind in die Küche. Ja. Und dann hatten sie das mal das Kind genommen, also die Nabelschnur durchgeschnitten, beziehungsweise haben die abgeklemmt, links und rechts. Mhm. Das macht man so. Ja. Und meine Schwester hat dann die Nabelschnur durchgeschnitten. Ja. Weil sie ja so stolz war. Mhm. Und ja, dann haben sie meine Tochter und mich ins Krankenhaus gebracht, um dann zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Mich mussten sie nähen wegen Dammriss. Und ich hoffe, ja, aber das ist nicht so ganz schlimm, ist nicht bedrohlich. Nee, bedrohlich nicht, aber schmerzhaft. Schmerzhaft, ja, das glaube ich schon. Ja. Aber sonst ist alles in Ordnung, die Kleine wohl auf? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin 2 Tage später nach Hause gegangen. Das ist ja eine irre Geschichte, wenn du ihr das später mal erzählst. Ich bin auf den Stufen in der Küche geboren worden. Ja. Und die Tante so und so, die dann auch älter sein wird, als sie jetzt ist, natürlich, die hat mich rausgezogen und hat mich gehalten. Ja, ich möchte, dass meine Schwester Sarah Patentante wird. Ja, das muss jetzt auch werden. Das ist ja eine ganz tolle. Die war so stolz. Die war so stolz. Sie hat auch in der Schule rum erzählt und ich fand das super. Hast du denn in dem Moment, ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch in Panik gerät? Hattest du ja auch Angst? Was passiert jetzt mit mir? Und mir kann keiner helfen und es ist kein Arzt da und lieber Gott. Hattest du Angst? Um mich nicht, um das Kind, weil ich habe so viel Storys gehört und Geschichten gelesen, alles so, wie Nabelschnur im Hals ist und das Gefährlichste ist, was ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, dass wenn die mit dem Kopf im Becken sind, also Kopf zum Ausgang, wenn man dann zu früh presst, dann kann man dem Kind das Genick brechen. Oh. Und das habe ich danach erfahren. Ich hatte so eine Panik. Ich war so froh, dass nichts passiert ist. Also, wenn es Komplikationen gegeben hätte, wäre es natürlich wirklich schlimm gewesen. Ne? Ja, dann wäre ich aufgeschmissen gewesen. Aber in dem Moment war es wohl offensichtlich eine ganz normale Geburt und die kann man dann in der Küche auch absolvieren, ne? Auf dem Fußboden. Ja, es war eine Schlossgeburt. Hattest du noch vorher alles abwaschen können oder stand da noch die Hälfte? Das stand nachher noch, aber das hat dann nachher mein Mann gemacht, als er von Arbeit kam. Der war ja wahrscheinlich auch völlig baff, ne? Oder? Als er das gehört hat. Baff. Ja, meine Schwester, die war mit im Krankenhaus mitgefahren. Ja. Und die musste übers Wochenende hier bleiben, weil meine Mutter in Polen war zu Besuch bei jemandem. Ja. Und da hatte ich dann schon gewundert. Also die Stelle, wo es passiert ist, die muss jetzt besonders markiert werden bei euch in der Küche. Ja, da wollte man sowas ausdenken. Ne? Das muss man noch nichts, aber. Ja, würde ich auch meinen. Das ist doch lustig. Irgendwie irgendwas Verrücktes, sich da auszudenken. Wie wird die Kleine heißen und wie heißt die Kleine? Lisa Marie in der Küche geboren. Ja, genau. Vielleicht wird sie mal eine Star-Köchin. Eine ganz tolle Köchin oder sowas, kann ja sein. Ja, oder PVC-Verleger, wer weiß. Oder PVC-Verlegerin könnte auch sein. Oder sie entwirft Küchen, Küchendesignerin könnte auch sein. Man weiß es nicht. Ja, wer weiß. Wir beobachten das Ganze. Liebe Jasmin, alles Gute euch allen und schöne Geschichte und gut, dass alles gut gelaufen ist. Ja, auf jeden Fall. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute in der Küche passiert. Und hier ist Thomas. Thomas ist 28 Jahre alt. Hallo Thomas. Hallo Domian, hier ist der Thomas aus München. Ja, das ist doch schön. Schöne Grüße an München. Also ich wollte jetzt mal ein bisschen was zu Großküchen erzählen und auch in Restaurantküchen wird geschludert. Also. Das glaube ich auch. Selbst in den feinsten Restaurants, ne? Ja, also feinsten Restaurants habe ich tolle Sachen erlebt. Aber. Bist du Koch? Ich bin gelernter Koch, aber arbeite nicht mehr in dem Beruf, weil ich konnte es nicht mehr vertreten, also so Schweinereien mitzumachen. Erzähl uns von den Schweinereien, die du gesehen hast. Ja, also Schweinereien waren halt schimmeliges Fleisch, oder wo halt schon Schimmel angesetzt ist, oder saures Fleisch. Mhm. Da wird das gang und gäbe, da wird ein großer Topf mit Wasser oder Kessel, kochendes Wasser. Ja. Also, Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander. Ja, ist egal, kriegen wir schon hin. Also beim Dings sauren Fleisch. Aber sauer, ne? Saures Fleisch. Sauer ist und schlecht. Ja. Da wird der Topf mit Wasser angekocht. Ja. Dann wird das Fleisch reingeschmissen. Ja. Und mit schönen Gewürzen richtig durchgekocht. Mhm. Da wird eine schöne Sahnesoße dazu gemacht und dann wird es dem Gast serviert. Obwohl es vorher sauer war oder schon angeschimmelt? Das ist mal bei dem sauren Fleisch und bei schimmeligem Fleisch, da macht man das anders. Da holt man das aus, das Fleisch ist ja heutzutage in Folien eingeschweißt. Ja.
schimmelt trotzdem, dann holt man das raus und legt es in Jodwasser ein. So ein, zwei Tage. Und dann ist das Fleisch wieder, man kann es auch dem Gast zeigen und es hat eine richtig schöne rote Farbe. Das ist ja perfide, das ist ja ein Trick. In Jodwasser. Ja. Damit man den Schimmel da nicht sieht. Das wird dann alles schön rot wieder und... Nein, den Schimmel sieht man nicht mehr. Der Schimmel wird durch den Jod wird das rausgezogen. Ja, ja, so habe ich es mir gerade schon gedacht. Ja. Erzählst du jetzt Geschichten, die du in Restaurants oder in Großküchen erlebt hast? Also es sind keine Geschichten, das sind Erlebnisse, die ich erlebt habe. Ja, ja, ich will es auch gar nicht, ich meine es auch gar nicht jetzt irgendwie abwertend. Also die Erlebnisse, die du in der Großküche oder in einem Restaurant erlebt hast? Die habe ich in Großküchen erlebt und auch in sehr, sehr feinen Restaurants in München. Welche nennen wir natürlich nicht? Nein, das nennen wir natürlich nicht. In sehr, sehr feinen Restaurants. Wirklich, die durchs Fernsehen gehen, also wenn man da in die Küche geht, da würde man sich umdrehen. Ja. Passierte das nur mal so? Oder kann man fast sagen, hatte eine gewisse Regelmäßigkeit? Nee, also eine Regelmäßigkeit hat es nicht, in Großküchen nicht, weil da geht das Fleisch immer richtig, da wird das Fleisch bestellt und wird eigentlich auch gleich verarbeitet. Ja, ja. Aber so in feinen Restaurant, in kleinen Restaurant, da kann es schon mal sein, dass das länger liegt, die Sachen. Ja, und dann, die Besitzer das wegschmeißen, das kostet viel Geld, dann wird da rumgetrickst. Ja. Du hast gerade von saurem Fleisch gesprochen. Ja. Das habe ich eigentlich nicht so ganz verstanden. Ich kenne nur so den Begriff angefaultes Fleisch. Meinen wir dasselbe? Ja, wenn es angefault ist, dann riecht es ja sauer. Ach so, meinst du? Ja, dann meinen wir dasselbe. Es ist in sich auch sauer. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ich mache diesen Beruf nicht mehr, weil ich das nicht vertreten kann. Ist das wirklich der Grund, weswegen du aufgehört hast, als Koch zu arbeiten? Das ist mit einer der Gründe, warum ich aufgehört habe. Ja. Das ist einer der Gründe. Hast du aber einen sehr lobenswerten und hohen moralischen Anspruch gehabt an deine Arbeit, dass du sagst, das kann ich nicht vertreten, sowas. Ja, ich meine, das ist ja auch so, man wird zwar, die Wahrscheinlichkeit, dass man erwischt wird, ist zwar gering, aber trotzdem sollte was passieren, dann rollt der Kopf mit und das möchte ich natürlich nicht haben. Hast du denn darüber hinaus, ich meine, das war ja schon starker Tobak gerade, noch andere Schweinereien gesehen, erlebt? Also der Spezialname für Spezialsuppen heißt Kühlhaus, räum mich auf. Also wie man eine Suppe kocht, das ist ja allen bekannt. Man nimmt wieder heißes Wasser und dann geht man halt durchs Kühlhaus. Wenn man Gemüse hat, das nicht mehr so besonders ist oder schon ein paar Tage liegt, also auch gekochtes oder ungekochtes. Ja. Man hat vielleicht Fleisch da, was man nicht mehr brauchen kann. Ja. Dann ein paar Tomaten, die schon matschiger sind. Mhm. Das schmeißt man dann alles ins Wasser zusammen, kocht und würzt halt wieder schön ab. Das ist die bekannte Kühlhaus-Räum-ich-auf-Suppe. Warum Kühlhaus? Weil es im Kühlhaus aufbewahrt wird, diese Reste, oder? Die Reste werden im Kühlhaus nicht nur die Reste, auch die frische Ware wird im Kühlhaus aufbewahrt, aber... Also ist es im Prinzip eine Abfallsuppe? Genau, eine Abfallsuppe. Und auch das wird in feinen Restaurants gemacht? Das wird auch in feinen Restaurants gemacht. Mhm. Hast du dich da mal mit deinem Chef angelegt? Oder hast gesagt, das kann man doch nicht machen? Nee, das habe ich weniger gemacht. Das war eigentlich ein ungeschriebenes Gesetz, wenn da was. Man macht es so. Man macht es so und. Und ihr Kollegen, habt ihr untereinander gesprochen und habt gesagt, eigentlich kann man es ja nicht machen, aber wir halten mal den Mund, weil sonst fliegen wir raus oder irgendwie so? Es war halt so, dass wir dann nachts Kühlhaus, also nach Dienstschluss, wenn die Chefs, die sind früher gegangen, dann haben wir halt nachts mal das Kühlhaus bereinigt. Also wenn wir wussten, dass am nächsten Tag die Müllabfuhr kommt, dass der Chef halt nicht sieht, was weggeschmissen wird. Mhm. So haben wir das schon gemacht. Du gibst ja auch immer so Geschichten, dass man nicht weiß, ob da, irgendwie Ratten in der Küche rumlaufen oder der Koch schon mal aus Wut, weil er keine Lust hat zu kochen, in die Suppe spuckt oder solche Schweinereien macht. Ist dir da was mal aufgefallen? Also das ist eigentlich ganz bekannt und das ist auch, ich weiß nicht, ob es normal ist, aber Mäuse und Kakerlaken sind in jeder Küche. Ja, ja. Allerdings, die meisten Restaurants, wo ich erlebt habe, die sind da schon, dass da der Kammerjäger kommt. Ja. Aber trotzdem, die Viecher sind da und sind definitiv da einfach. Und spucken Köche schon mal in die Suppe? Das habe ich noch nicht erlebt, dass Köche in die Suppe spucken. Ich
Ich habe das mal gehört von einem Pizza-Blitzdienst. Wo im Fernsehen war das, dass er auf die Pizza gespuckt hat, ja. Ja, ich habe es schon mal gehört von jemandem, der da gearbeitet hat. Und seitdem bestelle ich mir sowas nicht mehr. Aber wenn du sowas erzählst, und ich glaube ja auch wirklich, dass das so ist, mir ist es auch immer mulmig, in Restaurants zu gehen. Ich denke immer, was passiert hinter der Wand, wo das gekocht wird? Es sieht dann immer toll aus, wenn man es serviert bekommt, aber wer weiß, wie es hergestellt wird. Also ich gehe nur noch in Restaurants, wo ich weiß, wie die Küchen sauber sind. Ja, es gibt natürlich, wollen das nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt sicher auch Restaurantbesitzer, die da sehr, sehr streng sind, ne? Und die das sauber haben und sauber haben wollen auch. Ja, aber es gibt schon einen großen Teil, wo es wirklich schmuddelig ist. Ich glaub's. Wir wollen es uns gar nicht weiter vorstellen, dann kommt uns das Armbrot hoch. Mhm. Lieber Thomas, schöne Grüße nach München und alles Gute dir. Kann ich noch kurz was sagen? Geht nicht mehr, die Sendung ist vorbei. Gut, dann wünsche ich dir was. Alles Liebe, tschüss. Ciao. In der Technik war Gudrun Hausen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye. 2 Uhr, heute ist Freitag, der 22. Oktober. Sie hören Nachrichten vom Bayerischen Rundfunk. Hannover. Der Tarifkonflikt beim Auto...